So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir haben alle Edelsteine geholt und sind jetzt gerade unterwegs, den letzten Edelstein in das Tor einzufügen. Dann haben wir mal etwas zu Gesicht, was die Iggen schon lange nicht mehr ge zu Gesicht bekommen haben. Toll, toll. Schaut euch mal dieser Ansturm an. Ist da nicht schön? Ah, ist das wunderschön. So. Da wollen viele mitmachen. Das ist toll. Ja. Ich wünsche mir XP. Ein bisschen XP, ja. Und die wünschen sich irgendwie Dropsteine. Was ist das eigentlich? Bekommt man dann einen Edelstein oder bekommt nur einer einen Edelstein? Ja, ich finde solche Sachen, die nur einer bekommen kann, sind ein bisschen blöd. Was ist Alator? Alastor? Hm. Ich nehme EXP. Ich weiß nicht, was Alastor ist. Und ich weiß nicht, was Edelstein ist. Genau. Ein bisschen weiß ich ja natürlich schon, aber was jetzt da so viel ist, wozu kommen die anderen eigentlich nicht? Ah, das war echt equipped. Facey, und das ist Facey. Nun gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis da. Was sind die anderen Edelsteine? Was sind die überhaupt jetzt? Die müssen auch noch reinkommen. Ob ich ein Küsschen geben zu Frauen, oder? Falsches Aktion ist genau. Handkuss. So. Dann mache ich mal zu den Frauen. Haben wir überhaupt Frauen hier? Bei den Hasen weiß ich nicht, ob es Frauen sind. Na, okay, wenn wir keine Frauen haben. Die da. Okay, ich habe wahrscheinlich den Ding schon. So. Gruppenfoto. Gruppenvideo. Ich mache schon Gruppenvideo. So. Ich drück mal F12. Weiß jetzt nicht. Ja, genau. Und der da vorne ist ein bisschen der Troller oder so. Der will unbedingt da rein, aber kann nicht, weil er zu dumm ist. Nein. Ja, genau. Nicht immer stürmen. Man kommt ja schon rein. Boah, was ist denn das? Die sehen nicht schlecht aus, das glaube ich. Könnte das Piratenkostüm sein oder so. Und voll dunkel. Und wo sind die anderen Edelsteine? Das Invoum ist. Aha. Okay. Also ich habe eindeutig den längsten. Es hat niemand einen längeren momentan. Als vielleicht der Bogen dort hinten. Das sind nur Magneten. Ich
ich kenne die Leute irgendwie gar nicht. Es sind so viele Leute wieder aus dem Exil gekommen. Nein, man ist länger, seht euch das mal an. Ha, ich hab den längsten. Das ist ein Magna-Schwert, glaube ich. Ich verstehe manchmal die Botschaften nicht. Was die bedeuten sollen. Die Hated Heroes, die sind gehatet, weil sie die ganze Zeit Magnanitwaffen tragen. Wahrscheinlich die Kleinen, die ignoriert man sowieso. Nein, Scherz. Ich bin doch nicht so böse, ich bin nur böse Macher. die Normalen sind ganz normal. Was ist denn das für ein Hut? Schaut euch mal das Linkshandschwert oder das Rechtshandschwert, weiß jetzt nicht welches es ist. Ja, das Linkshandschwert ist das kleine. Das sieht man gar nicht. Und dieser Hammer da vorne, der rote, der ist wahrscheinlich so schwer, dass man ihn nicht mehr aufnehmen kann. Vielleicht ist es ja Thors Hammer. Für die es nicht wissen, Thors Hammer kann nur der Thor aufnehmen, sonst keiner. Das ist viel zu schwer für die anderen. Und ja, deshalb ist es ein guter Vergleich. Also, es kommen nicht so viel. Ich weiß nicht, wieso so viele, so wenig kommen. Es ist schon wieder eines der Futures, die überhaupt nicht sinnvoll wären. Keine Ahnung. Für was ein WM-Gal? Also alle wollen Warmaster Coins. Ah, oh, ich weiß nicht, ob ich bekomme. So schade. Ich finde es wirklich ein bisschen frech. Wenn man doch schon dabei ist, dann darf man doch bekommen, oder? Auch wenn man low-levelig ist. Oh, jetzt kommen schon Zwillinge her. Und die Teuren, die Leute, die zu viel Geld haben in der Goldbörse, die gibt es hier auch schon. Wow. Nicht schlecht. Lombrero-Hut ist hier. Der Witz ist langsam ausgelutscht, genau. So, erstmal Clan-Foto. Einmal ein Clan-Foto machen. Da hat jemand irgendwelche Zuckungen und muss die ganze Zeit wiehern. Der Rote. Na, wo habt ihr den Roten? Die gehen nie die Edelsteine von einem eigenen Reich holen. Sollte man eigentlich schon lange machen können müssen. Ja, ist ja hier. Ist die immer noch nicht fertig? Doch, die Invo ist ja fertig. Also. Schade, dass man denen nicht eins auf die Fresse hauen kann und dann den Stein selber reintun kann. Nun gut. Ich hätte gerne eins denen in die Fresse gehauen. Weil ich es einfach kann. Weil ich ein kleiner, böser Mensch bin. Nein. Ich habe ja Geduld, nur das Video hat nicht so viel Geduld. Da schreibt schon einer, mein Schwert ist größer. Wollen wir dann mal schauen. Ah, von nebenan.
Ich habe immer noch den größten, okay? Oh, ich muss jetzt angeben. Ich muss einfach mal angeben. Oder? So. Ja, ich weiß noch, wo diese Fußballtrikots verkauft wurden. Oh Gott. Die sehen so scheiße aus. Die sehen so mega scheiße aus. Die Pads sehen übrigens auch mega scheiße aus. Boah, hier habe ich 6 FPS. Cool. Lass das mal feiern. Wahrscheinlich habe ich zu viele Details hier. Yay, mit 6 FPS. Ich hoffe, die Stimme ist noch gut. Lässt sich gut aufnehmen. Wirklich. Ja, ich habe wahrscheinlich zu viele Grafik hochgedreht, die Kristalle. Die fressen wahrscheinlich die ganze Engine auf. Also an meinem PC kann es nicht liegen. Ich kann ja kurz Fraps neu starten. Aber glaube ich, bringt es auch nichts. Weil das hat bei mir auch schon geleckt, als ich noch den alten PC hatte, als ich noch bei Syrtis war. Und alles Mögliche. Da drinnen leckt es einfach die ganze Zeit. Vielleicht auch wegen diesen Christ. Schaut euch mal diese Effekte, die sind besser als bei Far Cry 4. Die sind besser als bei GTA 5. Das ist gigantisch. Das ist einfach nur umwerfen. Warum denn? Du bist doch eh in 20 Tagen wieder inaktiv. Dann Ignis wird klüger. Ja, finde ich auch. Ignis sollte wirklich mal Abitur fertig machen und genau, dafür müssen wir noch ein bisschen klüger werden. Na? Passiert jetzt auch noch was? Ich will den Drachen zeigen. So extrem lecky. Kurzen Schnitt. Ja, ich habe auch ohne Fraps habe ich 5 FPS. Kann man nichts machen. Aber hier drinnen seht ihr leider nur ein lecky Video. Hauptsache, man kann noch irgendwas machen. Also, ich will es klüger machen. Wir müssen ja höher leveln. Deshalb so. Demokrat, sehr schön. Viele haben Demokrat jetzt, weil es natürlich der erste Ding ist nach dem Update, wo alle Auszeichnungen zurückgesetzt hat, kommen jetzt alle an Auszeichnung Demokrat über. Lol, Goldbonus, ja, das braucht man am, das ist das Wichtigste. Ah. Aha, der Dropstein geht noch 6 Stunden. Sogar die Bildchen gehen nicht richtig. Die brauchen lange zum Erscheinen. Ja, hier drinnen muss mal wirklich überarbeitet werden. Wenn sogar mein extrem guter PC in die Knie geht, weil einfach das Spiel in die Knie geht, sozusagen. Mein PC läuft momentan noch mit sicherlich 80% der CPU auf einem Kern. Und ja. Aber das Spiel ist gerade am Mordslecken. Kann man leider nichts machen. Muss so ein bisschen das Spiel abstürzen lassen. Liegt der immer so? Wahrscheinlich schon. Vor allem haben wir den gleichen Drachen wie in Alysius. Und in Syrtis wahrscheinlich auch. Ja, in Syrtis weiß ich sogar, dass er gelb war. Oder goldig. Aber steht irgendwas? Ne, man kann ihn nicht anklicken. Und hier wird er wieder überall geküsst. So richtig. Schmusi, schmusi. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir abgeküsst werden. Yay. Ah. Sogar da sind noch ein paar Leute. Okay, sind recht viel gekommen. Also wirklich, Regnum lebt wieder.
Das war ja Anfangs Mai wirklich nicht so, als ich da neu war. Bin ich auch kurz überall gewesen, aber nicht jetzt hier drin. Aber überall habe ich mich umgeschaut, ob ich es schaffe, mit Level 10 schon in die Warzone frei rumlaufen zu können. Und da war wirklich auch niemand. Und heutzutage ist jetzt eigentlich sogar um 1 Uhr, was jetzt ist, sogar noch was los. Finde ich toll. Aber gestern Nachmittag war es cool. Ich ging einfach da im Osten von Syrtis, also Warzone, bei den Tigern, bei den Löwen leveln. Und es kam niemand. Es ging nur einer durch, der aussah wie, ja, ihr wisst es ja, wie das JKZ-Kostüm aussieht, richtig scheiße unterhalb der Rüstungen. Und mit irgendwas noch einer Maske, die wirklich peinlich aussah. So kam einer durch. Ich hab mich schlapp gelacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, passiert jetzt noch was? Oder kann ich nur noch reden? Droppen. Alle wollen droppen. Oh. Das kann ich dann gerne wählen, wenn ich Level 60 bin. Aber jetzt bringt's nichts. Oder bis ich Level 60 bin, dann noch ab Level 55. Ja. Sogar einer hat sie noch ausgezeichnet. Der hat wahrscheinlich erst sehr viel später abgestimmt. Da oben sind auch noch drei. Yay, jetzt sind sogar nur 4 FPS. Wirklich toll. Oh, der Draco wieder mal. Das ist einfach ein Spielverderber. Der meint einfach, er könnte jetzt das vierte oder fünfte Jahr hintereinander so idiotisch machen. Oh. Ja, man kann es ja verstehen, er ist ein super Fan und okay, Loot, wirklich. Oh Gottchen. Ja, sind alle wieder sehr peinlich gewesen. Okay, 5, 6 Stunden mehr Loot. Von mir aus. Habe ich jetzt ja, verbleibende Zeit 6 Stunden. Dann gehen wir sehr schnell dorthin und leveln ein bisschen. Dann kommt der Loot schon ein bisschen besser. Ja, man merkt, die Spammer sind wieder unterwegs. Und die Troller sind unterwegs. Schade, dass Champions of Regnum nur wirklich nur noch aus Troller besteht oder aus Leuten, die einfach irgendwas Illegales machen wollen, wie zum Beispiel die ganze Forts einnehmen, wieder abgeben und so weiter. Aber hey, ist nun mal nur ein Spiel und wahrscheinlich ist es allen langweilig. Leute, wenn es euch langweilig ist, verlasst das Spiel. Hört auf, Regnum zu spielen. Es ist wirklich nicht mehr witzig, es ist einfach nur noch. Es ist etwas, was halt einfach nur noch peinlich ist, sozusagen. Einfach nur noch ganz groß gesagt, peinlich. Oh je. Schaut euch das mal an, jetzt schon wieder den Kaibo. Genau. Dann kannst du den Inverse dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen in deinen Händen behalten. Oh je. Kitty ist hier. Ah, Kitty. Die ist immer am Grüßen am Morgen. Wenn ich manchmal das erste Mal reinkomme und guten Morgen sage, grüßt sie immer zurück. Und redet auch ein bisschen mit mir. So, ich gehe nach links. Ich hoffe, es folgt mir niemand. Nein. Weil mein Levelgebiet ist jetzt da hinten, hinter dem Hügel da vorne. So. Oh, sind sie wirklich
Schon beleidigt und müssen angreifen. Kann ich verstehen. Wir sind die Einzigen, die einfach effizient die Steine holen. Die anderen trollen ja nur herum. Also was die Syrten gestern so getrollt haben. Oh je. Das war schlimm. Zum Beispiel brauchte das im Nachmittag, brauchte das Syrtenreich unbedingt Leute. Aber was haben sie gemacht? Sie haben andere Forts eingenommen und so. Alleine. Also wirklich, da war ein Barbar, der hat alleine das Menerias Fort eingenommen und so. Völlig unsinnig. Also es ist, ja. Was soll man sagen? Alleine ist es ja eine Kunst, aber es hilft dem Reich nicht, wenn es gerade die Hilfe sehr dringend braucht. Sumpf gehört mir. Oh, da wollen alle an den Sumpf lernen. Das ist so blöd. Auf jeden Fall werde ich dann natürlich auch Monster kloppen, wenn ich jetzt unbedingt im Sumpf farmen möchte. Da darf niemand eigentlich reservieren. Aber es ist völlig inakzeptabel, dass Regnum immer noch nicht so wenig Levelgebiete hat und alles Mögliche. Die sollten doch mal größere Levelgebiete machen, dann sind die Leute auch ein bisschen motivierter zu leveln. Aber nein, sie gehen dann lieber irgendwie in Fortschlachten, machen die ganze Fortschlachten, weil man dann plötzlich mehr Erfahrung bekommt. Alles Mögliche. Ja. Und da kommen wir die Levelkiller natürlich immer wieder. Ah, ich will jetzt den Jäger hochstufen und Levelkiller-Killer machen. Am besten gegen Trollen. Wenn jemand muss trollen, dann wird er gegen getrollt. So, wo gehe ich am besten hin? Ich glaube, es ist da vorne. Ja, es ist hier. Hier ist noch der Waffenschmied. Da möchte ich noch gerne die Sachen verkaufen. Mal reparieren. Ja, brauche ich nicht, aber mache ich mal. So. Blöde Hirnaugen. Wieso gibt es so viel Loot? Den brauchen wir nicht. Ich muss mal kurz schauen, die Tunika, wie war die? Mit Verfassung. Nö. Ich bewahre nicht sehr viel jetzt auf, weil ich ganz voll bin. Und den Beschi werde ich natürlich sowieso nicht hochstufen und verhandeln möchte ich auch nicht gerne. Ja. Also wenn wir hier also gestört werden, können wir auch irgendwo anders hingehen. Aber ich denke, hier sind wir Großteil alleine. Weil die Wege jetzt gerade nicht hier durchgehen, sondern links und rechts davon. Mal schauen, wie viel mal ich gekillt werde. Auf jeden Fall bin ich hier gebindet. Ja, toll. Wie viel Loot bekommt man? Beträchtlich erhöht, wahrscheinlich doppelt. Ich hätte gerne fünffach Loot. Ja, man sieht es, man bekommt nur Scheiß. Zwei Granaten. Wow. Hätte ich jetzt nie gedacht. So. Dann schauen wir mal, was wir dann mal bekommen. Da ist ein Anführer, den wollen wir jetzt nicht anzielen. Wir gehen hier runter. Dankeschön fürs Nicht-Sterben. Und Blitzstopp. Oh, schön. Sehr gut. Ich brauche aber höherlevelige Sachen. Und vor allem Barbaren-Sachen. Es kommt nochmals ein Stab. Gleich mal dann verkaufen, wenn wir dann voll sind. So. Also ich werde auf jeden Fall die Nacht durchmachen, weil ich habe mich schon, ich habe schon geschlafen. Ich bin ungefähr um 8 Uhr ins Bett, weil ich auf Reisen war. Und ich mag Reisen nicht. Elfenbogen, okay.
Da war ich sehr müde und ich habe auch noch gejoggt, also ich bin heimgekommen, habe dann noch ein bisschen gejoggt und habe dann gemerkt, ja, ich gehe lieber ins Bett. Ich habe einen Tag, der irgendwie 14 Stunden lang oder mehr war und deshalb habe ich gesagt, ich gehe ins Bett und bin jetzt um 1 Uhr wieder aufgewacht. Also um ein Viertel ab 12 Uhr war es, als ich wieder aufgewacht bin. Was soll das? Ich brauche keinen Schrott. Muss ich große Hyänen töten? Blitzstart mit Skorpion. Werde ich vielleicht für den Ding aufheben. Aber der ist wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich viel gelebt. Der Xerdox, ja. Habe ich doch richtig. Hat bis so dieser Fail. Hat bis 45 gelevelt, ganz schnell, damit er Fortschlachten Belohnung bekommt. Das kann ich natürlich. Find's toll, dass du so gut levelst. Ich kann leider eben ja nicht so gut leveln. Ich werde jetzt wirklich noch ein paar Mal Ausnahmen machen, dann werde ich wieder weniger spielen und nur noch für Aufnahmen ein bisschen spielen. Muss dann schauen. Ja, ich muss halt dann ab und zu dann trotzdem nochmals ein bisschen spielen, dass ich eben auch hochkomme. Ich weiß nicht, wie lange es noch gehen wird, bis ich Level 60 kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ja. Es ist nun mal ein Game, da muss man süchtig sein, da muss man Geld bezahlen. Ach Gott. Also Leute, wenn das Projekt nicht so erfolgreich wäre und wenn ich noch weniger Zeit hätte, also, dann wäre das Projekt natürlich schon lange wieder weg. Weil bei solchen Spielen eben, man kann halt nicht so gut Let's Playen darüber. Aber hey, ich bin ein Let's Player, der auf die Zuschauer sieht und wenn ihr Champions of Regnum möchtet, dann geht es mir auch gut. Mir ist noch nie so glücklich gewesen in Champions of Regnum wie jetzt, weil einfach die Fanbasis langsam im Kommen ist und dafür ein riesiges Dankeschön. Auch geschrieben wird manchmal viel, geliked wird sowieso viel von M, also wirklich von ja, recht. Eine gute Community, die das machen. Und ja, soll so weitergehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Und das Projekt geht unendlich weiter, solange ihr es möchtet. Und es auch zeigt. Ihr dürft natürlich auch Kommentare schreiben, wenn es euch nicht mehr so gefällt. Aber dafür könnt ihr ja auch einfach nicht mehr dieses Projekt schauen, sondern etwas anderes oder etwas anderes vorschlagen. Ich bin auf jeden Fall sehr offen und kann euch da sicher auch ein bisschen weiterhelfen. Also wenn ihr ein gutes Game habt oder so, das ähnlich ist und auch vielleicht noch mehr bietet oder so. Ich muss mal schauen, ich habe Arch Age habe ich schon mal installiert. Ich komme aber nicht dazu, weil ich lange patchen muss und so, das geht ewigs. Und so lange habe ich den PC nie an, dass ich es am Stück downloaden kann. Aber ja, das ist ein gigantisches Spiel schon. Mal schauen. Aber eben Arch Edge hat nicht so ein RFR. Also mir ist es am wichtigsten, dass man Erfahrung hat, dass man Sachen Motivation hat.
Und ja. So, Questen und Looten und Monster kloppen und so hat halt nicht so lange Motivation, wie auf etwas arbeiten zu können, das richtig Spaß macht, wie die Fortschlachten und so weiter. Und hier ist das Loot-System recht also Ding, man ja droppt ja recht wenig in Game. Bei Diablo 3 und wo der Loot so extrem auf dich geschmissen wird, bin ich nie lange. Ich spiele nie lange Champions, nie lange Diablo 3. Ich gehe immer wieder zu Champions of Regnum oder ich weiß jetzt nicht was alles. Diamanten Blade Warband habe ich ja momentan noch recht viel. Trove spiele ich momentan. Und Minecraft natürlich. Ja. Ja, die Gegner sind wieder schön verbuggt heute. Schreiben die etwas? Nur an und Müll. Ja. Da sind Elite-Krieger, gut. Die habe ich gesucht. Wenn da plötzlich keine auftauchen. Weil das Random Generator wieder keinen Bock hat. Mann, ich bekomme gerade viel Damage, weil die Rüstung ausläuft. Ja, der Loot bringt eigentlich fast gar nichts. Also, ohne Loot-Boni habe ich auch schon zwei gefunden oder drei. Vielleicht muss ich die großen Hirnen jetzt besser angreifen, also dass die droppen, weil die anderen droppen recht wenig. So. Ich will noch ein paar töten, bevor ich ausruhen muss. Komm, ein Gegenstand noch finden, dann leider Part Ende. Noch ein Gegenstand, bitte. Ja, ist eine schöne Folge gewesen. Leider eben Laggy-Folge. Und wahrscheinlich ist die Mikrofonqualität auch nicht so gut gewesen. Tut mir leid, aber ich habe ein bisschen verschlafen, das Headset richtig runter zu machen. Dann gibt es so Nebengeräusche. Aber eben, ich kaufe mir bald ein Mikrofon, ein Standmikrofon und dann geht natürlich mit der Qualität auch ein bisschen weit nach oben. Ja, ich bin glücklich, dass ich gestern Wege anschauen konnte, Wege vorbereiten und dann kann ich dort leben. Und das heißt, da kommt wahrscheinlich ein Kollege noch dazu, wenn er denn unbedingt manchmal aufnehmen will. Ich habe viel besseres Internet, also es kommen mehr Folgen. Ich habe mehr Freizeit, ich kann mehr Sport machen, effizienter Sport machen. Und deshalb bin ich auch fitter in den Aufnahmen und so weiter. Und wahrscheinlich geht es mir allgemein von der Fröhlichkeit danach ein bisschen besser. Weil hier die ganze Zeit Stress zu haben wegen meiner Schwester und meinem Vater, der nichts macht, die ganze Zeit Haushalt zu machen, das ist als, ja, als Opfer der Familie nicht so gut. Aber hey, ich habe es mir angewöhnt. Vor einem Jahr hatte ich manchmal so viel Stress, dass ich eben aufhörte zu Let's Playen und da ging es mir halt einfach nicht so gut. Die ganze Zeit waschen muss, was eigentlich eine Mutter macht, aber eine Mutter ist bei mir nicht. Die ist woanders und deshalb muss ich immer alles machen. Mach's immer noch rechtmäßig. Meine Schwester hilft mir jetzt wenigstens ein bisschen dabei, aber
Das ist leider auch noch nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Und meine Sachen mache ich ja sowieso immer selber. Ich bin eigentlich richtig selbstständig. So kommen jetzt so viele Leute hier durch. Ich muss immer schauen, ob es ein Syrte ist oder ein Häuser. Gibt's jetzt keinen Loot mehr? Okay, Loot, Gädelstein für den Arsch. Das sind wirklich Arschlöcher, Trolle gewesen. Ah, Gottchen. Die anderen haben sicher schon irgendwas Legendäres gefunden. Aber ich, so lowlevelig, habe nichts davon von diesem Loot-Edelstein. Vor allem, wieso ist ein Loot-Edelstein und nicht nur einfach ein Buff? Ich verstehe das nicht ganz. Jetzt muss man schon laufen. Und die Gelben sind jetzt ganz weg. Also die sind gestern Abend besser gekommen. Gestern Nachmittag. Gestern Abend war ich gar nicht ohne hier. Leider sind die Folgen jetzt gar nicht ganz mehr so aktuell. Das liegt einfach daran, dass ich mehrmals aufnehme und dann halt auch hochladen muss. Aber das ist auch gut so, dann können die Syrten und Eisen mich nicht gezielt irgendwo angreifen, wenn ich mal auslogge und dann wieder einlogge, bin ich am gleichen Ort. Aber ich halte es natürlich so aktuell wie möglich. Oh, schaut mal eine Hirne hier oben. Da müssen wir ein bisschen bergsteigen. Ja, die Gegner sind gerne irgendwo unerreichbar. Das ist nun mal so. Ja, jetzt haben wir einen. Aber immer nochmals ein Stab. Wieso droppt bei mir noch Stäbe? Hä? Sagt euch. Fragt euch das auch mal. Vielleicht habt ihr eine Lösung. So. Also, dann sage ich Tschüssi. Dankeschön fürs Schauen. War eine schöne Folge. Und, ich hätte mich fast umgebracht. Genau. Die Konzentration ist auch am Arsch. Herzlichen Dank. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Bye.